Miau, miau, miau! Hier ist die Katzen-Mario-Show! Hallo allerseits! Wir sind wieder da! Und in dieser Episode haben wir Infos zu vielen verschiedenen Spielen für euch. Damit machen wir euch noch zu Videospielexperten. Also, dann fangen wir mal an! Jetzt ist Super-Quiz-Zeit! Oh, Captain Toad! Wie schön, dass man sich mal wieder sieht! Willkommen zurück! Beim heutigen Quiz dreht sich alles um Captain Toad Treasure Tracker, bei dem unser Captain Toad höchstpersönlich die Hauptrolle spielt. In diesem spannenden Spiel erlebt Captain Toad ein Abenteuer mit vielen abwechslungsreichen Levels, in denen er immer versucht, am Ziel den Powerstern einzusammeln. Captain Toad kann nicht springen, weil sein Rucksack zu schwer ist. Deshalb können auch alle Gegner unserem kleinen Helden gefährlich werden. Da muss er schlau sein, wenn er heil ans Ziel kommen will. Und hier ist unsere Frage. Wie besiegt Captain Toad die Shy Guys? Erstens, er rennt sie um. Zweitens, er leuchtet sie an. Drittens, er schmeißt mit Rüben. Viertens, er stopft sie in seinen Rucksack. Und die Antwort ist Nummer 3. Er wirft Rüben nach ihnen. Man kann sie an den Blättern aus dem Boden ziehen. Erst zielen, dann werfen. Guter Treffer. Also, Captain Toad kann nicht springen, aber er kann viele andere nützliche Aktionen ausführen, wie zum Beispiel Sachen aus dem Boden ziehen oder Blöcke mit seiner Spitzhacke zerbrechen. Ziemlich gut. Toad zeigt uns im Lauf des Abenteuers seine vielen verschiedenen Seiten. Und hier kommt die nächste Frage dazu. Was passiert, wenn man ihn eine Zeit lang in Ruhe lässt? Erstens, er schläft ein. Zweitens, er singt ein kleines Lied. Drittens, er ruft um Hilfe. Viertens, er spielt ein Videospiel. Er ist eingeschlafen. Genau, wenn man ihn zu lange alleine lässt, macht er gleich ein kleines Nickerchen. Und zum Abschluss könnt ihr noch einmal versuchen, Pixel Luigi in diesem Bild zu finden. Seht ihr ihn schon? Schaut nochmal hin. Wir gehen mal näher ran. Dann ist es etwas leichter. Oh, Toadette ist auch eingeschlafen. Was die Toads doch für ein schläfriges kleines Volk sind. Habt ihr ihn gefunden? Hier ist er. Habt ihr Luigi entdeckt? Das war ganz schön knifflig, oder? Gut. Dann machen wir jetzt mal weiter. Werde zum Mario-Experten! In diesem Teil der Show beschäftigen wir uns mit den Mario-Spielen und helfen euch allen dabei, echte Mario-Experten zu werden. Heute geht es um ein paar Abkürzungen in Mario Kart 8. Zuerst besuchen wir die Steinblock-Ruinen. Seht ihr das Gras direkt nach dem Start? Versucht mal, da nach links zu driften und einen Turbopilz zu benutzen. Da kommt ein Sprung. Der Trick dabei ist, auch auf die vergrabene Steinblockruine zu achten. Die nächste Strecke ist die Gruselbusel-Villa. Die Abkürzung ist auch nah am Anfang, direkt nach der Buckelpiste. Was passiert wohl, wenn man hier einen Turbopilz benutzt? So kommt man direkt durch die Lücke zwischen den Bücherregalen. Wenn man dabei noch driftet, kommt man auch ohne Crash an den Wänden vorbei. Und zuletzt kommen wir noch zu den Shy Guy Wasserfällen. Da ist die Abkürzung fast am Ende des Kurses, nachdem man den Wasserfall runter und durch diese Höhle gekommen ist. Ihr müsst versuchen, zwischen den beiden Felsen durchzufahren, die wie Hörner aussehen. Und schon geht's los. Ein Sprungturbo. Und noch einer. Achtet auch auf die enge Kurve direkt nach dem Sprung.
Das waren alle Abkürzungen für heute. Wenn ihr euch die alle merkt, holt ihr bestimmt neue Bestzeiten. Auf zur nächsten Rubrik und los! Super Smash Bros. Geheimnisse. Heute schauen wir uns mal Rosalina und Luma an. Die zwei sieht man auch nur gemeinsam. Das stimmt. Selbst beim Angreifen oder Springen bleiben sie zusammen. Wenn Rosalina weggeschleudert wird, ist Luma immer noch da, um zu kontern. Die beiden sind einfach immer füreinander da. Und deshalb können sie den Luma-Schuss als Standard-Spezialattacke einsetzen. Die beiden können aber auch unabhängig voneinander angreifen, wenn Luma von Rosalina entfernt ist. Das ist fast so, als ob es zwei Rosalina geben würde. Luma kann die Sternenteil-Spezialattacke auch ohne Rosalina ausführen. Diese Attacke kann man sehr wirksam direkt nach Luma-Schuss einsetzen. Das sieht vielleicht etwas komisch aus, wie da die Sterne aus dem anderen Stern kommen, aber es hat auch eine große Wirkung. Und ich liebe diese Technik einfach. Das sieht aus wie Zauberei. Das ist die Spezialattacke unten, Anziehungskraft. Damit kann man Objekte zu sich hinziehen. Und Attacken abwehren, wenn Gegner mit Sachen nach einem werfen. Dann kann man ihre Attacken sogar gegen sie selbst wenden. Das ist eine ziemlich nützliche Technik. Und wenn Luma weggeschleudert wird? Keine Sorge, Kinder. Wenn das passiert, kommt Luna auch immer wieder zurück. Und sieht sogar noch cooler aus als vorher. Und als krönenden Abschluss gibt es noch den Final Smash. Dieser riesige Powerstern schleudert kleine Sterne in alle Richtungen. Und man kann sich dabei sogar noch bewegen. Mit dieser Attacke könnt ihr eure Gegner erwischen, während sie abgelenkt sind. Wir hoffen, dass ihr jetzt schon mehr darüber wisst, wie man mit Rosalina und Luma spielen kann. Und das war's für heute mit den Super Smash Bros. Geheimnissen. Speedrun-Spaß! In dieser Rubrik beschäftigen wir uns mit dem tollen Können der Spieleentwickler. Heute ist Mr. Motokura unser Gast, der Direktor von Super Mario 3D World. Mal sehen, was Mr. Motokura uns heute zeigt. Also fangen wir an! Mr. Motokura zeigt uns heute einen schnellen Speedrun durch Welt 6.1. In diesem Level soll man durch die Glasröhren gehen, aber das muss man gar nicht unbedingt. Wenn man eine Steigung hochläuft, sollte man versuchen, so oft wie möglich zu springen und nicht nur laufen. Dafür braucht man aber gutes Rhythmusgefühl und man muss auch genau sein. Hier kann man kurz verschnaufen. Die Charaktere sehen doch richtig niedlich aus, wenn sie sich durch die Glasröhren bewegen, oder? Und wenn man dann aus den Glasröhren raus ist, kann man eine Abkürzung nehmen, indem man die Wand hochklettert. Dann rutscht man runter. Dabei kann man auch noch Gegner ausschalten. An dieser Glasröhre kann man auch vorbei, ohne rein zu müssen. Dann muss man die Bumerangblume benutzen. Damit kann man sich schnell alle Schlüssel schnappen und die Warpbox aufschließen. Dann muss man nur noch mit einem Riesensprung den Zielpfahl erreichen. Und so kommen wir durch den Level und haben noch 331 auf der Uhr stehen. Toll! Vielen Dank, dass Sie uns gezeigt haben, wie toll Sie das können, Mr. Motokura. So eine Spitzenleistung. Wenn jemand diesen Rekord noch brechen kann, dann würde ich das gerne auf Miiverse sehen. Wir freuen uns schon darauf, dass ihr euch alle diese Herausforderung stellt. Okay, und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr uns wieder besucht habt. Tschüss! Halt, Moment! Lass uns diese Folge doch auch mit einer Herausforderung beenden. Oh ja, lass uns nochmal nach Pixel Luigi suchen. Wo ist er denn? Könnt ihr ihn sehen? Da ist er ja! Und das war's jetzt aber wirklich für heute. Tschüss!